Aber ich meine, was ist das, ein Fettuccini-Song? Ich finde ja immer faszinierend, wenn man so Kultur durch so ein Gemeinschaftsgefühl abbildet. Ich gebe gerade die Verantwortung weg. Etwas, was pathologisch ist, kann ungeheure Energie freisetzen. Deswegen weiß ich das zufällig auch gerade. Oh. Ah. Kein gutes Kind. Ja. Ich habe auch alles. Alles gut. Weißt du, ja. Das ist ja was Besonderes bei dieser Folge. Wir sind ja aus der Community gefragt und von unseren Wunschwortis. Wie läuft denn das eigentlich so? Ne? Und das ist so unsere Redaktionsvorabkonferenz, weil morgen wird's ernst. Morgen nehmen wir die nächste Folge auf. Morgen mit einem echten Journalisten im Hintergrund. Ne? Also wir haben alles drin. Songs sind durch die Upload-Filter-Überprüfung durch, außer bei Joel. Prüfe ich noch ein bisschen. So, du bist. Jetzt hast du den Namen verraten. Ich habe nur Joel gesagt. Steht ja auch im Titel drin. Gibt viele Joels. Ein paar Joel. Aber eigentlich habe ich dann alles. So, dann. Aber was ist mit dir? Jetzt, also, was ist mit dir? Schön, dass du fragst, vielen Dank. Ja, wir werden ja eine Weltneuheit auch für diese 50. Jubiläumsfolge machen. Zwei Weltneuheiten. Die eine löse ich aber jetzt schon auf. Wir werden von unterwegs senden. Denn ich bin hier, das könnt ihr hinten im Hintergrund nicht sehen, das ist rechtmäßig, was geblurrt. Ich bin im BER. Ja, er hat auf und es gibt ihn tatsächlich. Das ist ganz geil. Und ihr seht, ich habe ich habe so einen Norweger-Pulli an. Ich fliege nach Norwegen gleich. Da werde ich mich 5 Tage aufhalten. Das heißt, wir werden live aus Norwegen senden. Das werden wir probieren. Mhm. Und ich habe, weißt du, was mich da hinzieht? Nee. Die Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Ferne. Und los, sind wir los. Ja, ich habe keine Ahnung, ob du so viel Latenz hast. Also los geht's. So geht's. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Wunschwortis, herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge, Folge Nummer 50 von Wunschwort FM, eurer digitalen Musiksprechstunde. Und sie hat ein, wie ich finde, Christian, wunderschönes Wort, nämlich das Wort Sehnsucht. Ja, Sehnsucht. Sehnsucht ist ein unheimlich schönes Wort, vor allen Dingen ist es aber auch ein schlechtes Omen, ne? Weil wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen auf Folge 50 gucke, ne? Also die verfluchte Folge 50, also Sponsor vor der Sendung abgesprungen, übernehme ich jetzt hier unten, ich blende jetzt mal, ich bezahle das jetzt hier, erster Gast eben gerade auch schon mal vorher angerufen, fühlt sich halt krank, zweiter Gast braucht einen Soundcheck, so jeder Song ist im Upload-Filter hängen geblieben, kann ich euch vorab sagen, Markus ruft heute Mittag an, sagt, er ist im Auto, hat noch nichts fertig, du bist auf dem Schiff mit Latenz, ne, und ich bin mega nervös, weil so ein Podcast-Guru hier bei uns heute in der Sendung ist und ich da Angst habe, dass ich da so, also ich wusste, also, werden wir nachher noch rausbekommen, aber das Thema ist ja Sehnsucht, ne. Weißt, du hast noch einen Grund vergessen, warum du noch nervös sein könntest, aber den lösen wir später auf, denn wir haben noch eine Weltpremiere. Ach, ja. Wir probieren gleich was aus, was wir in dieser Sendung, liebe Freundinnen und Freunde, noch nie probiert haben. Und das wird, glaube ich, ganz, ganz witzig und toll. Also du startest mit einem schlechten Gefühl in unsere 50. Jubiläumssendung. Manchmal ist es ja aber so, dass wenn man mit einem schlechten Gefühl startet, umso besser wird. Sag doch mal ganz kurz was zu unserem Sendungsformat. Achso, da können wir, glaube ich, zügig machen. Ne? Zwei tolle Gäste bringen Songs mit zu einem Wort, das wir aus dem Publikum genannt bekommen haben, wie heute das Wort Sehnsucht. Ne? Wir beide haben uns im Vorfeld noch ein bisschen Unterstützung geholt. Flo blenden wir jetzt auch noch ein, hat uns dabei geholfen. Ja, vielleicht können wir ja nachher den einen Gast auch noch fragen, wie er das so macht, dass er noch mehr Follower kriegt. Ne? Also wir machen das noch auf dem klassischen Weg mit dem Banner hier unten. Ja, und jetzt geht's los. Wort ist Sehnsucht und ich fand das tatsächlich ein sehr schönes Wort. Und dann guckst du aber, es ist eine Krankheit, Sucht ist in dem Wort, denkt man gar nicht so drüber nach. Sehnsucht ist eine Krankheit des schmerzlichen Verlangens. Nee, das hätte ich nicht gewusst. Kann einhergehen mit psychopathologischen Einschlägen und kann psychopathologische Züge annehmen, diese Sehnsucht. Ich habe das bis jetzt immer nur als was sehr Schönes, ein Gedanke an etwas assoziiert, was irgendwie, was man liebt, was man gern hat, dass man wieder Lust hat und so weiter. Nichtsdestotrotz, die idiomatische Herleitung ist ein bisschen erdend. Ich finde es trotzdem ein sehr schönes Wort, oder? Ja, das ist gut, dass du vielleicht jemanden mitgebracht hast, den wir nachher dazu Fragen stellen können, wenn das schon eine Krankheit ist. Wen haben wir dabei?
Wir haben nächste Weltpremiere. Übernächste haben wir noch gar nicht angekündigt, aber wir haben das erste Mal tatsächlich, es gibt ja eigentlich noch einige davon, auch einige davon wortgewaltige und vor allem geschlagene, aber wir haben das erste Mal, lieber Christian, einen in der Sendung, der Arzt ist. Und Ja. dieser ist nicht nur endlich, genau. Wir kriegen gleich wahrscheinlich noch eine Ferntherapie, aber der Typ ist nicht nur Arzt, sondern er ist auch erstens ein, wie ich finde, sehr charmanter Gast und Talkfreund. Er ist aber auch Multi-Instrumentalist und hat als Hobby etwas gemacht, nachdem ich ihn gleich frage, glaube ich. Das mache ich viel lieber, das verrate ich noch nicht. Ich habe mitgebracht den Mannschaftsarzt, den ersten Mannschaftsarzt von meinem Herzensverein, von dem DSC Arminia Bielefeld, Andreas Elsner. Christian, wen hast du? Erstmal hoffe ich, dass wir nachher nicht so viel über den Verein sprechen. Du neigst ja dazu, hast aber wenigstens kein Schüko-Trikot und Becherchen dabei auf deinem Schiff. Ich habe jemanden mitgebracht, den ich im letzten Jahr jetzt ganz gut kennengelernt habe. Ich kannte ihn aber vorher schon, weil bei uns in der Firma sind die Podcasts von besagten Joel. Ja, Pflichtlektüre, sagt man. Also auf die Ohren. Joel ist der Gründer von Digital Kompakt. Guck mal rein. Das ist ein irres Archiv davon. Hat schon ganz viele andere Sachen gemacht. Ich als 47-jähriger Teil der Digitalszene habe auch schon Gründerszene damals verfolgt und habe ihn jetzt so ein bisschen dabei begleitet bei der Gründung des Business-Netzwerks Makers and Shakers. Kann ich euch allen empfehlen. Packe ich unten auch noch hier in die Shownotes halt rein. Eine Mitgliedschaft, die lohnt sich da schon für alle, die was mit Unternehmen machen. Und ich glaube, der sitzt in Berlin. Aber das werden wir gleich sehen. Wollen wir einfach loslegen? Hab ich überhaupt gesagt, wo ich gerade sitze? Nein, das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Also, ist auch lang. Du hast recht. Komm, Ja, Gäste los, hol mal reinholen. rein. Hallo zusammen. Hallo. War das ein Willkommen in der Signature? Sendung. Achso, Entschuldigung. Ich wollte nur fragen, bei Joel, ist es ein Signature Hello? Maybe. Gefolgt von einem Signature Maybe. Nicht schlecht. Okay. Du bist aus Berlin zugeschaltet. Andreas, du sendest, glaube ich, live aus Bielefeld, ne? Das stimmt. Christian aus Hannover und ich bin hier. Ich habe den Zettel mal rausgesucht. Auf den Havila Voyages. Ich bin in irgendeinem norwegischen Fjord gerade unterwegs. Deswegen habe ich auch diesen Norweger-Pulli angezogen. Wir sind multinational heute, glaube ich, Ja, guck unterwegs. mal, und Andreas hat hinter sich die Mooswand, die das ganze CO2, was du ausstößt, wieder alles auffangen muss. Die ist richtig am Das ist Arbeiten. ein Die ist Postschiff, richtig am das Arbeiten. fährt eh. Entschuldigung. Andreas, du bist Arzt, du bist Mannschaftsarzt von Arminia Bielefeld, du bist Orthopäde. Übrigens ein sagenumwoben perfekt guter Orthopäde, habe ich gehört. Wir dürfen ohne Ende Werbung machen in dieser Sendung. Aber du bist noch was viel anderes, was ganz anderes. Und ich verbinde das mit der Zahl, das haben wir in der Vorbesprechung mal einmal textualisiert. 84. 84 Mal hast du was gemacht, hast du mir erzählt. Und das hat, glaube ich, das, ich sehe so schwarze und weiße Tasten dann neben dir so ein bisschen im Hintergrund. 84 Mal hast du was gemacht, sag mal gerade, was das war. Oder sag Ach so, uns ja. allen mal gerade. Ich hab mir mein Studium mit Hochzeitsmusik verdient als buchbarer Musiker und habe hier, glaube ich, einiges erlebt, was auch mit Sehnsüchten, vielleicht auch mit verkannten Sehnsüchten zu tun hat, muss man sagen. 84 Mal Hochzeiten gespielt ist, das ist eine ganze Menge, ne? Das ist, was ist dann Repertoire da? Oh, das ist eine gute Frage. Weißt du, wenn du Hochzeitsmusiker in Köln bist, dann kannst du natürlich 34% schon mal damit abdecken, dass du irgendwelche kölschen Lieder machen kannst. Aber sehr häufig so, dass ich erinnere mich an einen Brautvater, der nach dem ersten Lied, wo sich die Leute gerade die Jacken aufgehangen haben, gesagt hat: Aber jetzt kommt gleich was Kölsches, ne? Das war dann schon, das war schon ein Großteil oder ein großer Teil des Repertoires. Dann haben wir immer viel Jazz gemacht. Und gegen später musste man dann eben die Leute zum Tanzen bringen, was auch nicht immer einfach war, muss man sagen. Aber man hat viele Erfahrungen sammeln können dort. Da greife ich nachher, glaube ich, noch so ein paar Tricks ab. Joel, 84 ist jetzt für dich keine Zahl, weil ich glaube, das ist das, was du in der Woche an Podcasts raushaust. Oder wie viele Podcasts hast du schon gemacht in deinem Podcasterleben und wie oft warst du schon bei Podcasts zu Gast? Aber aufgenommen habe ich so Richtung 850, so in dem Dreh. Das klingt voll irre, wenn man das sagt, ne? Ja, ist auch dann total irre. Und Gast, weiß ich gar nicht. Fünfmal, zehnmal oder so. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ein bisschen mehr Eigen-PR zu machen. Von daher seht ihr mich jetzt öfters in den Landen. Du kannst Wenn auch man hier selber. das.
Du kannst auch jedes Format vollballern mit deiner eigenen PR. Ich komme jetzt jede Woche. Jede Woche jetzt kommen. Ich habe noch eine Frage zu der Gründerszene-Geschichte, ne? Weil das war ja so damals, also damals, ne? Sprechen dich da noch viele von damals darauf an, dass das super war? Ich habe mal eine Podcast-Reihe gemacht mit Sebastian Krumbiegel von den Prinzen. Und dann kam der irgendwann mal zu mir und meinte, also wir haben wirklich zusammen so 42 Folgen oder so aufgenommen. Und er hat ja ein paar Mal zu mir gesagt, er sagte immer, Joel, wenn du sie als Kinder hast, hast du sie für immer. So nach dem Motto, wenn du einmal mit 14 irgendwie Küssen verboten gesummt hast, dann kannst du das, wenn du später auf der Hochzeitsfeier mit Andreas hörst, auch nochmal irgendwie wiedergeben. Und es ist bei UnternehmerInnen ein bisschen ähnlich. Wenn du mit denen einmal die ersten Schritte gemacht hast, dass du denen so ein Erklärvideo gegeben hast, so ja, wie funktioniert denn hier irgendwie so ein Investing, wenn du deine Company irgendwie baust, das speichern die sich irgendwie ab. Also ich habe es durchaus auch mal gehabt, dass ich an der Ampel hier irgendwie vorne auf der Straße angesprochen wurde und meinte, danke, du hast meine Firma mit in den Stadt geholt. Und ich denke so, wer ist der Typ? So, ja, von daher ab und zu schon, aber gar nicht mehr so oft. Ja, muss ich mir wieder meine Signature-Moves hier mal eher wieder überlegen. Gibt es denn, also ganz ehrlich, gibt es die Plattform noch? Ich habe das jetzt ganz aus, hab das total aus den Augen verloren, das Business Insider, ne? Ja, wir haben die irgendwann tief ins Reich des Bösen zu Axel Springer Wow. verkauft und die haben die irgendwann zusammengeführt mit Business Insider. Und was ich so wahrnehme, ist es jetzt viel auch so Pitch-Decks zeigen von Startups oder News-Geschichten und so. Das machen wir jetzt mal wertfrei, nicht, dass Axel Springer uns jetzt hier den Podcast zumacht. Dein Ich bin auch gutes erstes. Geld durch die verdient. Das ist ja hier ironisch. Wir sind ja die Freunde der Ironie. Absolut. Der erste Song, der ist von dir. Und ich muss, wie gesagt, schon ankündigen, in dieser Sendung, es kann sein, dass hier gleich nur so ein schwarzer Fleck kommt, wenn ich nicht durch den Upload-Filter komme. Von daher würde ich sagen, hören wir erstmal rein. Ich freue mich total drauf. Möchtest du im Vorfeld was sagen oder danach die Geschichte erzählen? Hinterher. Sehr gut. Also setzt euch zurück. Ich mache jetzt PowerPoint-Karaoke. Es gibt was auf die Ohren. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I would agree. I would ziemlich gut. Kennt er? Ich habe schon. Also, ich darf ja noch gar nichts sagen, aber ich sage einfach nur, das war der Gitarrenkoffer auf jeder Party damals, den du mit hattest, nur für die Stelle, wenn die zweimal Rutup, Rutup kommt. Ja, meine Story dazu war, ich habe lange zwischen zwei Songs hin und her überlegt, welches ich nehme. Und ich bin ja irgendwie auch so ein Kind des Films. Und ich habe überlegt, so was assoziierst du denn mit Sehnsucht? Ich dachte, ne, es ist irgendwie immer so ein Verlangen nach etwas, was man nicht hat. Also ich finde, oft ist es sowas wie Fernweh. Oh, ich werde so gerne wieder irgendwie auf Mallorca an meinem Lieblingsstrand, so eine Sehnsucht. Oder ganz oft natürlich so dieses Thema der unerwiderten Liebe. Und den Song, den habe ich so ganz präsent wahrgenommen bei dem Film von, ich glaube, David Fincher hat den gemacht, The Social Network von dem Facebook-Film. Und ich fand das, ich bilde mir ein, die haben aber eine andere Version. Ich habe auch lange überlegt, welche ich nehme. Ich hatte drei zur Auswahl. Es gibt ja einmal das Original von Radiohead. Dann gibt es eine überraschend coole Version von Scala. Das ist ja so dieser Chor, die immer so Lieder nachsingen. Und ich meine, im Facebook, wir haben diesen Scala-Song genommen. Oder Richtig. ich habe gesehen, es gibt erschreckenderweise sogar von Kelly Clarkson eine ganz okay Version. Da ist es so ein bisschen rockröger. Und ich fand es so eindrücklich damals, wie du diesen Film siehst über diesen Multimilliardär und so diesen, den Networker schlechthin. Und ich meine, welche Ironie bitte, dass du den Typen, der das größte Netzwerk der Welt gebaut hast, nimmst und ihn so porträtierst, dass der eigentlich so ein Nerd ist,
der gerne irgendwie die asiatische Frau, war es, glaube ich, so aus seiner Studentenverbindung eigentlich gerne klar machen würde, aber dem so das Instrumentarium fehlt. Und dann habe ich gedacht, irgendwie kennen wir das doch, glaube ich, alle, außer wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Top-Athleten-Model bin und ein IQ von 180 habe und 20 Millionen auf dem Konto, dass man sich manchmal so ausgeschlossen fühlt. Dass es manchmal so Momente gibt, wo du denkst, ich möchte irgendwie gerne dazugehören, so diesen Sense of Belonging. Und daran habe ich dann irgendwie gedacht bei dem Song und dachte, das passt ja irgendwie ganz gut. Denn selbst der Milliardär, der das größte Social Network gebaut hat, sich manchmal sehnsüchtig nach menschlichem Kontakt fühlt, dann dürfen wir das alle. Das ist aber schön. Das ist ziemlich gut. Das ist, Scala hatten wir auch schon mal in der Sendung hier, aber ich glaube, ich schon mal mitgebracht. Ich weiß gar nicht, mit welchem Song mehr. Aber Nothing das ist, Else Matters. Nothing Else Matters? Na, Dankeschön. Aber Andreas, also jetzt Frage 1, so einen Song spielt man ja auf Hochzeiten nicht, ne? Ja, das sagst du. Ja, das habt ihr das du gespielt? Es gibt ja immer die Wunschsektion am Ende des Abends, ne? Also das ist ja ganz ähnlich, wie wenn du Hochzeits-DJ bist. Ich glaube, einer von... Du bist Hochzeits-DJ. Hast viel als Hochzeits-DJ gearbeitet. Ich habe mal, ne, aufgelegt früher, natürlich. Eben. Und dann kennst du das nicht. Ja. Ja, jetzt lerne ich das wieder kennen. Neulich gelernt, dass du Informatiker bist. Ja, und jetzt Wahnsinn, ne? Okay, aber Entschuldigung, Andreas, mir ist das Wort gefallen. Überhaupt kein Problem. Es war halt so, dass ich glaube, dass man so... Ja, wie ist es? Wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass wir immer mit, wenn du eine Hochzeit spielst und die war gut bezahlt, dann konnte man in Köln immer gut auch auf Berufsmusiker zurückgreifen, weil ich war längst nicht gut genug, um in irgendeiner Weise allen Anforderungen gerecht zu werden. Und ich hatte einen holden Kreis wirklich ganz toller Musiker, die freundlicherweise mit uns Musik gemacht haben. Und es gab immer so am Ende immer so ein bisschen Ärger, weil dann, wenn ich begonnen hatte, Spaß zu haben, das war ja dann, wenn ich merkte, die Stimmung steigt und so weiter, dann guckt natürlich der Berufsmusiker auch gerne mal auf die Uhr, was ich in meinem Beruf auch sehr wohl nachvollziehen kann, aber als Musiker natürlich nicht, weil das war ja die Flucht sozusagen. Und da gab es dann öfter mal solche Wünsche und da wir aber gute Musiker im Portfolio haben, ich erinnere mich gerade an Saki zum Beispiel, ein großartiger Gitarrist aus Köln, Saki, wenn du es irgendwann mal siehst, herzliche Grüße, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, der konnte sowas spielen, das war wirklich so. Also ich war da am Keyboard mehr Komparse, aber da wurde es für mich eigentlich immer super. Yes. Pass auf, jetzt vergessen, weil du ja der Mediziner hier in unserer Runde bist. Das hat ja Joel gerade ein Gefühl beschrieben eher. Ne? Buddha hat ja vorhin gesagt, dass das eine Krankheit ist. Das würde ja eigentlich, ich würde ja Mike Zuckerberg doch auch eher als vielleicht, jetzt muss ich ja aufpassen, dass ich das richtig sage, damit wir hier nicht bei Facebook auch noch rausgeschmissen werden, als grundsätzlich Unternehmer-Freak so dargestellt. Ist das dann in dem Fall halt wirklich so eine Krankheit dann vielleicht auch, dass der Sehnsucht haben könnte? Ich frage mich wirklich, ob das eine Krankheit ist, nur weil Sucht... Ich glaube, ganz kurz, Andreas, beim Überlegen helfen, wir fragen halt einen Orthopäden auf Verhaltensstörung. Ich will es nur kurz sagen. Aber hau raus, Andreas, los. Ja, also ich finde, wir müssen uns immer fragen, warum kommen Menschen auf die Ideen, was zu tun und wo ziehen sie die Energie her, vielleicht das bisschen mehr zu tun. Ne? Und ich glaube, diese Geschichte, also Energie, um etwas zu tun, da, glaube ich, setzt gegebenenfalls die Sucht an. Das hat ja jetzt ganz oft, ne, wenn man das Wort Sucht benutzt, krankhaft, ne, so ein bisschen pathologisch, dann hat man das Gefühl, ja, da geht es ja auch, bei der Sucht gibt es Beschaffungskriminalität. Ne? Das ist eine ungeheure Energie, muss man sagen. Und ich glaube, Energiegeber kann auch Sehnsucht sein. Und wenn wir uns jetzt an den Film erinnern, an den ich mich auch sehr gut erinnere, übrigens in der gleichen Konstellation, wie du es eben erzählte, muss man schon sagen, das kann man sich sehr gut vorstellen. Und etwas, was pathologisch ist, kann ungeheure Energie freisetzen. Wenn ich mich an den Film erinnere, ne, dann bleibt bei mir immer diese, einfach irgendwie habe ich nur diese Ruder-Szenen im Kopf bald. Das ist das mit diesen Zwillingen. So, das ist das, wo ich da was zu abgespeichert habe, weil ich die Geschichte auch gar nicht so spannend gefunden habe. Wie war das bei dir? Du bist ja eine Filmmaschine. Plus den Soundtrack, diesen Oscar-prämierten Soundtrack von Trent Reznor und Atticus Ross eben, ne, und wo dann eben auch Scala eine Rolle spielte. Und jetzt. Also ich habe den Film damals gesehen, also mir ist auch in Erinnerung geblieben, wie der mit seinen Badelatschen dabei irgendeinem so Top-CEO in New York ins Gebäude mit Bademantel und I'm the fucking CEO auf der Visitenkarte, so der Classic. Aber ich habe eigentlich, also ich finde das Faszinierende an diesem Film war eigentlich, du hast natürlich diesen ganzen Business-Erfolg nachgezeichnet und den ganzen Komplex mit diesen beiden Brüdern aus Harvard, die da angeblich diese betrogen sich gefühlt haben. Ich glaube, die wurden ja auch mit 80 Millionen oder sowas abgefrühstückt. Ja. Also ich meine, es ist ein Haufen Kohle, aber im Vergleich, ne? Und dann habe ich gedacht, so, nee, aber eigentlich das Krasse daran, weswegen ich als Mark Zuckerberg da echt von angenervt wäre, ist, dass der Typ, dass der als Mensch halt echt dastand wie so ein Freak. Ich habe wirklich den Eindruck gehabt, man hat den, der war im Prinzip, wo du dir klar denkst, so wow, das war eigentlich voll der arme Hansel, der irgendwie dazugehören wollte und der sich dann seine krass verkopfte Sicht auf die Welt geholt hat,
um irgendwie in dieses Dating und Miteinander und dieses Socializing, Bonding zu kommen, was ihm vielleicht emotional manchmal fehlte. Und es gibt's ja manchmal, dass wir Leute, wenn die hochgradig intelligent sind, dass der IQ vielleicht manchmal den EQ, den emotionalen Quotienten irgendwie drückt. So, und mit dem Feeling bin ich so aus diesem Film irgendwie rausgegangen. Ich meine, dafür trainiert er jetzt ja für Martial Arts, ne? Weil er ja gegen Elon Musk antreten möchte, um dann einfach mal die nächste Sehnsucht da jetzt raus, rauszuholen, weil der sich ja so aufgepumpt hat. Also ich habe das neulich mal auf der Titelseite der Bild-Zeitung irgendwie gesehen, was da mit dem los ist. Ich würde aber noch mal ganz kurz die letzten 2 Minuten ich muss noch was zu dem Song sagen. Weil das, sag du mal was zu dem Song. Ich wollte gerade sagen, sag du mal, du hast eben schon eingeteasert mit dem Bom, 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 Bom. Was verbindest du denn damit? Na, das ist ja so, das ist der erste Radiohead-Song, der es in meinem Leben so geschafft hat. War ja auch eigentlich die erste Single. Ne? Und ich glaube, dass wir damals alle das kam ja eben in dieser Live-Version noch viel deutlicher raus. Das war ja noch langsamer gespielt. Ja, das war ja noch irgendwie, da hast du gedacht, jetzt pennen sie da gleich ein. Ne? Um dann halt, damit dann alle darauf, also wir haben ja alle beim Tanzen darauf gewartet, dass dieses Robop mit der Gitarre kommt, um dann halt uns alle wegzurammen, sodass keine Mädels mehr auf der Tanzfläche waren. Das war ja so der Alternative-Teil, ne? Du hast deine Hand gehoben, Zoom weist darauf hin, dass du deine Hand gehoben hast. Du möchtest etwas sagen, bitte? Entschuldigung, das habe ich das erste Mal gemacht. Everything is in the right place ist das Lied, das ich eben gesucht habe. Ist mir gerade in den Kopf gefallen. Erzähl weiter, Entschuldigung. Das war aus der Creator-Szene. So, Entschuldigung. Vielen Dank. Aber nochmal zu dem Song. Ich finde, der ist eigentlich immer noch, auch wenn die späten Radiohead-Songs halt wesentlich künstlerischer und halt auch, also auch in der Aufmachung her halt da, so waren, ist das für mich immer noch so der Radiohead-Song, weil es halt einfach dieses von langsam und leise nur mit dem Bass und der Gitarre bis hin in diese Eskalation, ja, wo du ja, also warum die das auch in der Aufnahme, ja, in der normalen Aufnahme so übersteuert haben, dass du halt hier, die fliegen ja, die fliegt das Auto weg, würde man heute sagen, ja. Also ich mag das immer noch sehr gerne. Ich mag auch die Akustikversion, Joel, um das abzurunden, von Radiohead selber sehr gerne dazu. Weil ich sag mal so, der Gute, der kann das schon am besten leiden, das Lied, finde ich. Ja, also der kriegt das schon am meisten gequält rüber. Bei mir war irgendwie die erste Berührung mit Radiohead war durch Coldplay. Weil ich fand Coldplay mir am Anfang mal so ein bisschen auf den Sack. Manchmal habe ich so eine Krankheit, wenn alle was feiern, dann bin ich mal so ein bisschen habe ich so eine gewisse Antipathie. Das hatte ich bei Coldplay am Anfang. Und dann hörte ich das so an und dann haben die irgend so eine Konzert-Live-Aufnahme, da sagt der so, ja, it's a pity when you're trying not to plagiarize Radiohead and you still do oder irgendwie sowas. So nach dem Motto, gerade wenn du mal versuchst, nicht wie Radiohead zu klingen, dann klingst du trotzdem so. Und dann habe ich gedacht, ach okay, das ist ja interessant, dass die dann wahrscheinlich so auf die zurückgehen. Und dann ist ja manchmal wirklich auch so ein Ding, wie du Songs so entdeckst. Ja, dann kommst du sozusagen von einer Akte zur anderen und wer hat wen eigentlich beeinflusst. Ja? Und sag mal, eine Frage habe ich an euch anderen mal. Geht's euch auch so? Ich habe bei mir festgestellt, ich habe so ein Phänomen, dass ich Lieder, die andere total traurig finden, aber voll gerne höre. Und ich werde dabei gar nicht traurig, sondern ich finde die einfach beruhigend, angenehm und höre die gerne. Geht euch das auch so oder bin ich da so ein Exot? Ich glaube schon, man kann das aus verschiedenen Sichten sehen. Ne? Also ich glaube, in dem Moment, wo der Song, wo du ihn nicht konnektierst zu deinen eigenen Erlebnissen, dann darf der Song auch einfach gut sein und nimmt mich nicht so mit. Ich zum Beispiel kann auch Texte, ich verfolge Texte nicht so sehr. Was komisch ist, wenn man viele Stücke schon mal gespielt hat, aber ich erinnere mich hier zum Beispiel, ihr würdet mich auf dem falschen Bein erwischen, wenn ich jetzt was zum Text dieses Songs und zu den Hintergründen sagen müsste. Kann ich auch immer nicht. Ich glaube, es gibt auch keine einzige Spotify-Playlist, die halt heißt, die traurigsten Texte der Musikgeschichte. Ne? Also müsste man noch mal recherchieren. Können wir mal draufpacken. Das ist also, Creep ist auf jeden Fall, das ist ja eine traurige Geschichte. Dann von Pearl Jam, Jeremy, ist ja auch das ist eine Auseinandersetzung mit einem, im Prinzip mit einem wie heißt denn nochmal, diese schwer, ganz, ganz schwer erziehbaren, diese Ausbruchkinder. Beschreibt das ja ganz früh. Da findest du tatsächlich Kenny Rogers oder Country insgesamt, dieser Originalamerikaner Country hat ganz oft, The Coward of the Country, fallen mir ganz viele Sachen auf, an. Ich unterbreche dich jetzt, weil wir müssen ein bisschen im Rhythmus bleiben und du hast ja auch einen traurigen Song mitgebracht. Ich würde sagen, wir machen einfach mit den traurigen Songs weiter. Andreas, nur schon mal als Vorankündigung, wir beide sind nachher die Happy Jungs, ja, wir ziehen die Stimmung wieder hoch. Buddha hat was richtig Schweres mitgebracht. So, und an die Fans, ich hoffe auch, dieser Song schafft es irgendwie durch den Upload-Filter. Ich arbeite nachher mit Versatz wahrscheinlich, dass ich das Video irgendwie um eine Millisekunde nach hinten packe, um meine ganzen Tricks hier schon mal rauszuhauen. Ein wunderschöner Song. Wir müssen leider 2 Minuten reinschauen, hat der Spielleiter beschlossen, weil der Song ja leider, also diese Version, erst nach einer Minute geil wird, weil es dann 2 werden, die da halt singen. Also setzt euch mal zurück.
Was für eine, was für eine, was, was, was für ein Song? Also ich nehme schon mal vorab, was ich so, ja, ich bin ja also, okay. Ich darf ja keine Meinung haben, oder? Jetzt geht's los hier. Said to me, meet me down by the gallows tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's suffering. Some say troubles abound, someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. Dass wir es auch 2 Minuten spielen durften, denn das ist nämlich einfach zu. Es war Belfast Child, nicht etwa die Krombach-Werbung. Das wäre das mein Witz. Ja, gleich sag ich leider noch was zu Simple Minds mit Belfast Child und diesem wunderbaren Duett mit dieser herrlichen Version mit Sinéad O'Connor. Und ich ist jetzt nicht die Sehnsucht nach Bier, muss aber peinlicherweise gestehen, dass ich das vor 2 Jahren das erste Mal auf einer Fahrt irgendwo nach Süden, da fuhren wir nach Bayern, in Familienurlaub das erste Mal Belfast Child hört. Und das ist ja so eine lange Krombacher-Werbung. Bis ich dahinter kam, dass es tatsächlich ein Original dazu auch gibt und das eben von Simple Minds ist. 89 geschrieben. Ist ein Lied, das eigentlich, also das Original ist eine She Moved Through the Fair, ein Irish Folk-Stück, das dann aber nach einem Bombenattentat der IAA Simple Minds dann umgeschrieben oder beziehungsweise neu interpretiert hat, eben als dieses Belfast Child. Und ich finde diese Version, also ich finde das Lied fantastisch. Sehnsucht ist das, also das kam mir direkt in den Kopf irgendwie, als ich das Wort hörte, dachte ich, das ist groß, das ist irgendwie Sehnsucht nach Weite, nach Natur, nach irgendetwas, was man vermisst und nicht haben kann und will und so weiter. Und dann stieß ich dann eben noch auf diese bis dahin mir noch nicht bekannte Version, eben mit Sinéad O'Connor. Und das fand ich dann doppelt schön, denn Sinéad O'Connor ist ja nicht nur jüngst verstorben leider, die auch große Probleme, ich glaube auch mit Süchten und all dem in ihrem Leben, aber hat ja auch dieses wunderschöne Stück, das für mich auch Sehnsucht nach einer, nach Liebe und nach allem ist, Nothing Compares to You geschrieben und deswegen war das für mich so, dass ein wunderbares Stück, das ich von vornherein damit assoziiert habe mit diesem Wort und eben dann auch noch in dieser speziellen Version noch mehr damit einherbrachte und deswegen mein Drop Belfast Child mit Sinéad O'Connor von Simple Minds. Zum Thema Sehnsucht, Leute. Ist das die Herren, schön? Wer will als erstes? Joel. Ich habe ja lange überlegt, wie der Typ heißt, der das singt. Ich kam lange nicht darauf, bis ich es dann gelesen habe. Und es kann sein, dass ich den Song schon mal gehört hatte, aber so richtig tief in der Materie stecke ich nicht. Was ich auf jeden Fall dran mag, sind verschiedene Dinge. Also A, fand ich den in live ziemlich gut gesungen. Im Gegensatz zu Radiohead, by the way, gerade den fand ich das nur so. Aber der Upload-Filter. Ja, maybe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt manche so Bands, die sind auf Platte richtig gut und live halt irgendwie nicht. Und da fand ich, das hatte echt Fund. Und vor allem, das Interessante bei Musik ist ja, wisst ihr, ich habe so eine Sache gelernt, ich habe einen sehr guten Gesangslehrer, der mir das irgendwie so Stück für Stück nahegebracht hat, dass man manchmal da sitzt und sich denkt,
manche Leute singen technisch richtig gut, also richtig, richtig gut, aber du findest die Musik trotzdem nicht schön. Und manche Leute haben eine komische Stimme oder singen merkwürdig. Und wenn man mal drauf achtet, merkt man, wie viele eigentlich, by the way. Also hört euch mal die Stimme von Elton John an oder Michael Jackson. Das sind jetzt eigentlich gesangstechnisch an manchen Stellen eher ulkige Stimmen. Aber die bringen so das Gefühl rüber. So, und das fand ich an dem Song total gut. Zusammen mit der Tatsache, dass so ganz viel drinsteckt. Also das so, das hat so, ist so facettenreich. Am Anfang habe ich gedacht, es klingt wie Bruce Springsteen, als der angefangen hat zu singen. Dann kommt so dieser Sinéad O'Connor-Touch rein, dann hat es fast eher so ein bisschen was wie so eine irische Ballade, wo ich dann so Herr der Ringe-Szenerien auf einmal habe, wie die so über Berge reiten oder sowas, ja. Und das finde ich sowieso faszinierend, wie man das, also es ist so ein spezielles irisches Ding, wie man bei irischen Songs es oft hinkriegt, dass man diese Lokalcouleur drin hat und dass es trotzdem irgendwie popkulturell tauglich ist. Also Ed Sheeran hat es ja auch teilweise jetzt mit einigen Songs wieder mal gemacht, wenn ich mich nicht täusche, dass der so einen Irish-Touch irgendwie reinbringt. Ja. Und du erkennst es als Muster und trotzdem funktioniert es auch so, obwohl du mit der Kultur vielleicht gar nicht so viel am Hut hast. So, das waren so meine ersten Gedanken, die ich dazu hatte. Der großartige Sänger dazu ist Jim Kerr. Das ist der Frontmann. Ich weiß, ich glaube, der lebt noch. Ich muss mal aufpassen, wer noch alles lebt. Ja, aber Sinéad O'Connor ist definitiv tot. Ne? Und Buddha, das hat nicht Sinéad O'Connor geschrieben, das Lied, sondern Prince, um nochmal ganz kurz klug zu scheißen. Das wollte ich noch gerade sagen. Ach so, das wäre jetzt mein. Ich habe mich das Also Andreas, jetzt du, Entschuldigung. Nein. Das gehört dir dazu in dem Format. Jetzt du, Andreas. Ich hatte mich gewundert, also die irischen Weiten, zuerst habe ich aber bei dieser Art Musik, und ich meine, wir redeten über diesen Bombenanschlag, ne? Und das abgefahren ist meine, ich dachte, an ganz andere Sehnsüchte da. Das fand ich jetzt interessant. Aber irgendwie hat man das Gefühl, wenn man in diesem Bereich von Europa schaut, hat man irgendwie immer das Gefühl, dass das auch manchmal sehr, sehr eng beieinander ist. Ne? Also so, das kennen wir auch von U2 und wir haben schon. Also da ging so meine Assoziation sofort hin, dass ich das Gefühl habe, wie abgefahren, dass man auf der einen Seite was Grünes sieht, wie bei mir im Hintergrund, auf der anderen Seite aber ein so furchtbares, eine so furchtbare Geschichte, die sich auch im Text ja dann auch widerspiegelt, ne? Wo man einfach sagt, wann kommen die Kinder jemals wieder auf die Straße zurück? Die Straße ist jetzt leer, liebe Freunde. Ne? Und das ist schon, das passt gut. Und da kommt Sinéad O'Connor, und das hatte ich jetzt eben gedacht, sehr, sehr passend rein. Ne? Also das ist, da passt einiges bei deiner Wahl, muss ich sagen, die mir nicht bekannt war. Und die Prince-Nummer, ne, wo ihr die Träne aus dem Auge läuft und wo man sich auch sofort eben, hatte ich auch dran gedacht, an den Tod, sich erinnert fühlt von ihr. Und dieses Lied ist ja ebenfalls, also Prince hat ja mal gesagt, das hätte kein anderer besser singen können als sie. Also es war völlig klar, ne? Wir wissen auch, dass er das auch gut performt hätte, ne? Aber das war ihm völlig klar. Und er sagt das, auch leider verstorben, sagt das mit einer solchen Überzeugung, da muss man richtig schlucken. Also das ist schon eine interessante Person zum Thema Sehnsucht. Und ich lese hier übrigens gerade, dass das mit 6 Minuten 39 ist es der fünftlängste Nummer 1-Hit. Ich finde, sowas ist auch verloren gegangen, dass man Lieder lang macht, dass man sich noch Zeit nimmt. Mittlerweile ist es ja also 3 Minuten, zack, weg, bumm, ne? Drunter. Also, dass das meine Jungs hören, dauert 2:30 bis 2:40, ne? Also, da ist auch wesentlich weniger Botschaft drin, by the way, wenn man mal doch mal, weil auf die Texte hörst du dann, weil es ja alles deutsche Texte sind, die da jetzt da gespielt werden. Ich muss, weil der Michael jetzt. Also, tschüss. Nee, bitte. Ich wollte dich fragen. Mit der Latenz, komm, das ist dir wichtig. Sag. Achso, okay. Ich leite jetzt gleich zu dir über, Christian, nämlich nur mal ganz kurz das von Joel nochmal kurz aufgreife. Dieses, was irische Musik tatsächlich ein, das ist Ed Sheeran, hast du genannt. U2 bringt es genauso rüber, bis hin, finde ich, zu Dropkick Murphys, die ja auch diesen Irish Touch da irgendwie reinbekommen. Und das ist mal eine Hook zu Christian, denn Dropkick Murphys ist ja durchaus dann wieder auch irgendwie bei dir so ein bisschen Hype zu Hause, ne? Und. Nicht Hype, ich mag das. Du hast letztes Mal die gesamte in der vierten Folge gesagt, dass Dropkick Murphys ein Merchandising-Marketing-Gag ist. Und da habe ich schon Angst, das ist aber jetzt ja schon 46 Folgen ungefähr her. Ich möchte gerne noch was dazu sagen. Aber Sie bringen das Feeling rüber. Aber absolut. Alle, die in großen Hallen spielen. Und wir können auch anfangen, über Profifußball und Fans zu diskutieren. Lassen wir jetzt aber lieber sein, kommen wir nicht übereinander, ne, mit Kapitalismus. Was ihr ganz vergessen habt, ist, ihr habt diese großartige Band Simple Minds nicht erwähnt. Und ich muss euch zu denen was erzählen, was bei mir so eingesetzt hat. Ich bin ein großer Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld-Fan. Und es gibt so einen Zusammenschnitt von den Songs, die sie im letzten Jahr so gespielt haben. Und da ist ein Instrumental dabei,
wo ich mir gefragt habe, was ist denn das für ein geiler Scheiß? So, ja. Und das, der Song heißt A Theme for Great Cities. Müsst ihr euch mal, ich verlinke das hier unten in den Shownotes halt drin. Und das, dieses Instrumental ist ein Song von den Simple Minds, also übrigens eine schottische und nicht irische Band. So, aber wenn ihr dann in diese alten Zeiten reingeht, so zu Alive and Kicking und zu all den Songs, die man kennt und die nicht hört, sondern den Rest der Platten hört, dann hat man eine perfekte New Wave Rock mit sehr viel Attitüde und Meinung da drin. Das ist ähnlich, wie ich das, glaube ich, hier schon mal erzählt habe, dass ich auch wieder In Excess höre. Ne? Also, dass ich mir so, das ist halt super produzierte Musik, ohne viel Technik, aber mit guten Keyboard-Layers dabei. Und meine Empfehlung, den Song auf jeden Fall mal reinpfeifen. Ich habe jetzt neulich mal, also das passt auch noch, das hätte fast besser in die letzte Sendung gepackt. Ich habe nämlich, bin mit meinen Kindern auf so einem Fest in Hannover rumgelaufen und da war eine Coverband, die hat Simple Minds und Depeche Mode gecovert. So, und das sind ja Songs, die meine Kinder nie gehört haben bis jetzt und auch nie die hören werden. Und ich bin da so ein bisschen hängen geblieben und habe gesagt, so, oh geil, merkst du, dass du 47 bist, ne? Also das ist ja, da waren wir ja noch jung, also noch kleine Kinder, als das ja quasi so auf die Welt gekommen ist. Da fing die Hüfte an zu wippen bei dem Christian hier. Da fing die Hüfte an zu wippen, ne? Und habe mir sofort eine Fußverletzung zugezogen. Ich weiß ja jetzt, wen ich anrufen kann da, ne? Nee, aber ja. das ist auf jeden Fall nochmal zu den Simple Minds meine Empfehlung, die ich da noch droppen muss. So, ich mache mit euch noch eine größere Zeitreise. Ja, setzt euch zurück. Das ist jetzt der nächste Song. Jetzt habe ich mir wirklich viele Gedanken gemacht, wie ich den da durchbekomme, weil deutsche Künstler allgemein hier bei YouTube ja schwer sind. Ihr merkt in der 15. Folge, ich rannte total auf der YouTube-Upload-Filter-Geschichte rum. Joel, da müssen wir noch mal irgendwas zu machen. Ja, das war blöd, das mal, mit dieser GEMA, dass die Künstler bezahlt werden. Das ist schon kacke. Hast du recht, Christian? Nee, das ist super. Wir machen die bekannt. Wir machen die Künstler bekannt hier im Format. So, kenn ich. Wir geben euch ein Podium. Ja, ja. Ja, wir machen das. Wir können auch Reaction-Videos jetzt machen. Und das ist ja, also gut. Whatever, auf geht's. Setzt euch zurück. Design mal die Speisekarte. Die sieht dann auch jeder, dass du sie designt hast. Also auf geht's. Setzt euch zurück. Rannte ich in Düsseldorf rum, war Sänger in einer Rock'n'Roll-Band. Meine Mutter nahm mir das immer krumm, ich soll was Seriöses werden. Ja, wir verdienten 400 Mark pro Auftritt für eine Rolling Stone zu viel. Die Gitarre hat bestimmt, doch es ging tierisch los und wir hielten uns für Genies. Auf die Straße, möcht wieder singen, nicht schön, sondern geil und laut. Denn Gold findet man bekanntlich im Dreck und Straßen sind aus Dreck gebaut. Wir holen das wieder auf, was wir ja. Geile Wahl, Christian, geile Wahl. Eine perfekte Wahl. Das ist jetzt Marius Müller-Wisserlang für alle Jüngeren im Raum. Ein Song, den man heute. Also das ist, glaube ich, so weit weg von dem, was der Mann heute als Marke verkörpert. Ja, aber auch, er hat es jetzt nochmal als Coverversion im Country-Style aufgenommen. Das ist die einzig wahre Version. Wenn ihr das nicht gucken könnt, ich pack das noch in die Shownotes rein. Ihr müsst das wirklich euch reinpfeifen. Das ist ein Song, in dem ein Rock'n'Roller 1978, also 2 Jahre nach meiner Geburt quasi, darüber singt, wie du als deutscher Rock'n'Roll-Künstler, was damals ja dann doch schon langsam aufgekommen ist, so mit den 4, 5 Leuten, die das gemacht haben, auf dem Album mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. In dem Song geht es halt einfach darum, meine Mutter hat immer gesagt, ich soll das nicht machen. Ich habe es da trotzdem gemacht. Wir sind dann irgendwie unterwegs gewesen und haben halt Rock'n'Roll gemacht. Und jetzt zu dem Thema Sehnsucht. Das sind ja so philosophische Wörter, die nicht so meine sind. Normal, da kann ich nicht so gut was zu droppen. Aber in dem Song gibt es nachher eine Stelle, sind wir noch nicht bis hingekommen, weil am Ende, ja, und ich verlese euch diese Zeile, obwohl ich sie auswendig kenne, ist übrigens einer der Songs, die ich als erstes wirklich mit 18, als ich mit 18 auf der Bühne mal, da habe ich den gespielt, den Song damals. Und jetzt kommt diese Zeile. Ne? Das ist, jetzt sitze ich hier, bin etabliert und schreibe auf weißem Papier ein Lied über meine Vergangenheit, damit ich den Frust verliere. Ja, ich möchte zurück auf die Straße, möchte wieder singen, nicht schön, sondern geil und laut. Ne? Denn Gold, findet man bekanntlich im Dreck und Straßen sind aus Dreck gebaut. Und mehr Sehnsucht. Ja, und wenn ihr mich jetzt fragen würdet zum Thema Sehnsucht, das ist eine meiner Sehnsüchte. Ich habe Bock, immer seit Ewigkeiten, und ich sage das zu Jens Eckhoff immer wieder, ich will ein Album aufnehmen und ich möchte nochmal auf Tour. Ich hätte so Bock, auf Tour zu gehen und keine Ahnung, die kleinen Clubs
nochmal zu spielen. So, ja, und such dir 4, 5 Leute zusammen und geh los, spiel einfach 6 oder gib mir mein Herz auf. Ich kann gleich nicht mehr weiterreden jetzt hier. Du hast mir neulich verboten, eine Rage Against the Machine Coverband aufzumachen. Ja, ich habe dir die Bühne geboten und überhaupt alles, aber ich kann es nachvollziehen. So, Andreas, was für eine Band würdest du gründen? Nee, wir müssen ein bisschen über den Song reden. Tut mir leid. Aber ich meine, was ist das ein Fettuccini-Song? Ihr müsst euch das mal, wenn man sich das anhört, ja? Erstens, das Schlagzeug ist unfassbar gut abgenommen und man wird nie wieder so gute Snare-Drums hören, wenn ihr da nochmal reinhört. Das zweite ist, es heißt, nun sitze ich hier und schreibe auf teurem Papier. Also diametraler kann der Gegensatz nicht sein. Und ich finde gesanglich auch dafür, dass jeder Cover-Musiker diesen Song schreit am Ende, ne? Weil es nicht anders geht, weil die Leute vorne stehen, weil es schon nach Bier riecht und weil man es auch nicht als ersten Song spielt in so einer Cover-Session. Man muss es immer schreien. Und er hat es da nicht geschrien. Das ist unglaublich. Und der Song, den kannst du immer noch, sobald Menschen über 40 da sind, kannst du den spielen. Und ich sag dir, mit welchem Instrument auch immer, du wirst immer, also der Song wird immer gefeiert werden. Ich habe den noch nie nicht gefeiert gehabt. Einer der wichtigsten Songs im Repertoire. Wenn man nicht aus Köln kommt, dann verschiebt sich das so ein bisschen. Aber das ist wirklich so. Vielen Dank. Als Junge rannte ich durch Düsseldorf, ne? Ja. Das ist ja die erste Szene, die erste Zeile, ne? Wir helfen mal gerade alle irgendwie zusammen jetzt hier. Konglomerates. Mit 18 rannte ich in Düsseldorf rum und war Sänger in Rock'n'Roll Band, ne? Genau. Und, ja, genau. Meine Mutter nahm mir das immer krumm. Jetzt ist ja seriöses werden. Und der Hühnerhogo und was noch alles ja. Nachher kommt. Ja, ich will aber darauf hinaus, Köln und Düsseldorf, das passt ja nicht zusammen, aber da passt es zusammen, ne? Wir haben auch in Düsseldorf gespielt, ist doch klar. Düsseldorf hat lange Zeit immer besser bezahlt als Köln, das muss man sagen. Köln war voll von Musikern, Düsseldorf halt nicht so, aber schade. Okay. Musst aber du mal gleich Bier da bestellen wahrscheinlich, wa? Hier mit alt ist da nichts, sagst du, ist auf Fresse. Aber nochmal ganz kurz, weil Joel ja eben auch das Kompliment losgeworden ist, hast du auch Bock auf Tour zu gehen? Meinst du mich jetzt oder Andreas? Ja, nee, dich mal jetzt. Ja, ich sage immer schon, ich suche irgendjemand, der Musik kann. Ich kann nur singen, was anderes kann ich nicht. Von daher, ich stelle mich dann vors Mikro. I'm in. Ja, ich kann Bass. Können wir hier noch eine Western sagen? Ich glaube, wir haben jemanden, der Klavier spielen kann, aber das interpretiere ich jetzt nur von den schwarzen und weißen Tasten nochmal. Ich habe ja auch, wisst ihr, ich habe die Tage, habe ich einen Trailer gesehen auf Netflix von dieser neuen Serie mit dieser Mafiosi-Braut, die hier irgendwie so Kokain verteilt, wo hier die, kommt einer von euch auf den Titel? Griselda ist zurzeit die bestbezahlteste Schauspielerin weltweit, macht irgendwie 500 Millionen Euro pro Jahr oder irgendwie so ein Blödsinn, also ganz, ganz absurd. Sophia Vergara? Echt? Ja, das ist ja die aus Modern Family. Modern Family. Genau. Zurzeit bestbezahlteste Schauspielerin der Welt. Crazy. Ich renne hier mit so einer Trivia-Truppe rum, die mir auch gesagt hat übrigens, dass Belfast Child von Prinz geschrieben wurde und die haben mich schon voll gelabert damit, deswegen weiß ich das zufällig auch gerade. Aber nichtsdestotrotz, du wolltest was irgendwo über diese Frau sagen. Ja, auf jeden Fall, in diesem Film gibt es so eine Szene, da sitzen die, so, sie und ihre mexikanischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an so einem dreckigen Pool, irgendwie, wie man das in Amerika kennt, so Motelpool so ungefähr und dann erzählt die so von den reichen Amis und so und dann sagt die so, ja, und die haben alles und die so und so und wir bringen denen jetzt das Koks und dann meinen sie, ja, habe ich das richtig verstanden? Deine Frauen geben den Reichen das Koks. Kokain. Nein, sie schenken es ihnen. Weil die Message, was du dann so siehst, ist, diese Menschen, die alles haben, die schon so satt sind, denen fehlt irgendwie so der Reiz. Und da habe ich so drüber nachgedacht und dachte, boah ja, ich bin so jemand, ich habe immer noch so Existenzangst. Also ich habe immer noch so Paranoia, so bin ich gut abgesichert, dies, das, jenes. Und du entwickelst so einen Hunger, wenn du halt irgendwie noch am Werkeln bist. Und das höre ich in diesem Song immer raus und nach dem Motto, ich habe noch Bock, es geht noch um die Musik und man hat irgendwie noch den einfachen Lifestyle. Und wenn du dann immer schon so gesetzt und etabliert bist, dann machst du viele Sachen nicht mehr, weil du immer mehr Legacy auch hast, ja. Also A, hast du nicht mehr so die Ziele, wo du hin willst vielleicht und B, hast du so viel Verpflichtung und so viel, ach nee, ich kann ja nicht, was denken die Presse, wenn jetzt dies, das, jenes. Also du hast so 1000 Gründe, warum manche Sachen dann, die eigentlich total einfach sind, auf einmal kompliziert werden. So. Und das, finde ich, schwingt in dem Ding alles irgendwie mit. Schön. Du hattest eben was, ich greife mal gerade nochmal zwei Sachen von Andreas und dir zusammen auf. Du hattest, Andreas sagte eben, das ist ein ganz großer Song und ganz, ganz, ganz große Geschichte. Da rund um Westernhagen habe ich mich noch nie so richtig mit befasst, bis ich auf dieses das Pfefferminz-Experiment neulich mal gestoßen bin, ne? Wo er da im Studio noch sitzt und da wirklich mit großen anderen Künstlern noch große, große Sachen und seine ganzen Lieder herholt und das nochmal neu interpretiert. Und du merkst bei dem auch, dass es ein ganz großer Künstler ist. Und das, jetzt
nehme ich das nochmal auf, was du eben gesagt hast. Das merkt man, glaube ich, bei dem Simple Minds-Typen. Das merkt man genauso bei Westernhagen. Ich war mal bei einem Peter Gabriel-Konzert, wo ich auch, also da bin ich mehr durch Zufall hingeraten, was auch gar nicht so mein Riesending ist. Aber da merktest du auch so nach zwei Liedern, da passiert gerade was richtig, richtig Großes. Die können richtig gut Musik machen, en point, und liefern einfach grandios perfekt ab, und da brauchst du dann auch nicht irgendwelche sonst was für Tricks und so weiter. Und da gehört Christian Westernhagen in diese Reihe mit rein. Weißt du, ich habe einen großen Schmerz da. Als wir unsere Podcast-Reihe hatten, Sebastian Krubiel und ich, haben wir einmal Jens Balzer eingeladen. Das ist der Feuilleton-Chef von der Berliner Zeitung. Und da haben wir uns über Peter Gabriel unterhalten, und ich sag so, du, der Typ, der ist doch genial. Das ist ja ein Mann, da ist die Stimme ein Instrument. Also im wortwörtlichsten Sinne, wenn der dann irgendwie Geräusche macht oder wie der manchmal so, wie er so quiekt und so. Ja, da hat jede Ansatz von Welle, von Berg hat da irgendwie einen Sinn. Und dann habe ich ihm von dieser einen Szenerie erzählt. Ich sag so, du, ich war auf einem Konzert, da steht er auf der Bühne, und dann kommt von unten aus dem Bühnenboden kommt so ein Lichtstrahl nach oben geschossen. Wirklich ein einzelner. Und mit so einer Lichtstärke, also kannst du ganze Baustelle mit erleuchten. Und dann steht er da, hebt so die Hand hoch, nimmt einen Spiegel in die Hand, hält den Spiegel in dieses Licht und lässt dann wie so ein Leuchtturm einfach nur dieses reflektierte Scheinwerferlicht durchs Publikum kreisen, nimmt immer die Hand runter, das Licht geht aus und es ist dunkel. Und die ganze so, schrien die alle los. Und dann kommt Jens Balzer, so der Musikredner, sagt so, ja, ich finde, der ist totale Scheiße. Ich sag so, was? Was ist denn mit dir? Ja, ist alles so Pseudo, die Leute deuten da immer so was Intellektuelles rein, wo gar nichts ist. Und naja, da haben wir eine angeregte Debatte darüber geführt, Musikkritik und Musik machen und so weiter und so fort. Aber das hat sich mir echt eingebrannt. Du hast krass, ja, aber ich glaube, für Tonchefs sind auch heftige, unangenehme Gegner bei sowas. Aber Christian, ich bin dir ins Wort gefallen. Beziehungsweise, nee, wolltest du was sagen? Aber wenn man nochmal das Einleiten von dir, Joel, nimmt, jetzt was man so selber an Songs und sowas halt gut findet. Das ist, Westernhagen ist für mich zum Beispiel ein Künstler, wo ich sage, ach, hättest du dich für mich nicht weiterentwickelt, sondern wärst du, also, ich meine, da kannst du jetzt nicht mit Ende 60, kannst du nicht da vorne auf der Straße rumhüppen und so in den Straßenrock'n'Roll machen, ne? Also, aber ich freue mich jedes Mal, wenn es dann halt wieder sowas halt, so Revolver hält zum Beispiel gerade, die jetzt wieder, wie das erste Album, so ein ziemlich hartes Album aufgenommen haben, freue ich mich total drüber, weil sie künstlerische Freiheit haben, ne? Da sind wir wieder bei Kapitalismus. Aber Andreas, du hast noch mal kurz dein Wort gemeldet. Möchte ich auch im Gedanken unterstützen, das muss man sagen, ne? Also die ersten zwei Platten, die ersten drei Platten hervorragend, auch immer wieder frisch, auch sehr coole Texte übrigens, aber das will ich auch jetzt niemandem vorwerfen, aber es ändert sich dann, oder gewissermaßen hat sich mein Geschmack dann auch, was ihn angeht, auch verändert, ne? Frühe Grönemeyer-Platten, auch unfassbar, guten Morgen erstmal Frühstück, ich meine, unfassbare Texte, die dann später dann ein bisschen sich anders verändert haben, was ich ja nicht unbedingt schlecht finde, aber Westernhagen spielt in den ersten zwei, drei Platten eine Menge Sachen ab, die mir später dann auch ein bisschen fehlen, muss ich sagen. Coldplay war vorhin auch schon, ne? Also die ersten zwei Coldplay-Alben waren halt noch die Alben, die nicht für Stadien geschrieben worden sind, ne? Sondern halt hier Circle und die ganzen Sachen. Das sind halt so die, ich sag mal, du musst dich halt einfach auch als, weil das verlangt ja auch, wir als Publikum verlangen ja das auch, dass du dich da weiterentwickelst. Aber das ist halt, irgendwann verlässt dich so eine Band, und dann guckst du bei Spotify jetzt in dieses große Moloch da rein, und dann siehst du, dass der Künstler da nachher noch 50 weitere Alben aufgenommen hat, und du bist aber irgendwie bei Album Nummer 3 ausgeschieden. Und all das andere ist ja nicht die richtige Musik. Das sind ja nicht die richtigen Songs, ne? So, aber Leute, richtige Musik, ja, die hat uns Andreas mitgebracht. Andreas, pass auf, wir müssen jetzt Folgendes machen. Ja. Ich baue kurz auf. Genau, das ist jetzt neu für uns. Wir haben jetzt Live-Musik hier im Format. Das ist der erste Artist, der quasi sagt, er will jetzt hier selber, also will seinen Song selber spielen. Liebe Leute, Weltpremiere, ich muss das nochmal sagen, Weltpremiere bei Wunschwort FM. Wir haben 50 Folgen gebraucht, bis jemand gesagt hat, er spielt hier live ein. Also, wir hatten schon Künstler und Künstler, die hier ihre eigenen Songs mitgebracht haben, was aller Ehren wert ist, aber das hat man tatsächlich noch nicht, und wir überbrücken ein bisschen. Ich sage, frei nach Günther Jauch, glaube ich, war es, ein Tor würde dieser Partie jetzt ganz gut tun, aber ich sehe. Ja, ich habe noch was. Weil das, nicht, ist, das, Entschuldigung. Ich, das ist ein Überbrückungs, ein schlechter Überbrückungsgag. Nee, bitte. Das ist für uns, die das alle gerne, also ich glaube, das gehört jetzt Joel gut nachvollziehen können, die gerne so ein Format im Griff behalten, ist das jetzt, ich gebe gerade die Verantwortung weg, weil ich kann Andreas nicht wegklickern. Also Andreas, denk mal dran, so eine Minute, das macht das Format aus. Auf geht's. Spiel deinen Song und dann sagst du uns was dazu.
Ich sage nur eins, ne? Wir haben heute Rosenmontag, ne? Sendetermin, meine Freunde. Du warst verkleidet als Schneeleopard, wild am Tanz, ob Dinge eigener Art. Du warst König mit jeder Bewegung, es ist so lang her. Wir haben jede Knall, der Kopf hier still, und jeder hat von Dingen Lache verzählt. Hast du dich verloren im Geschimmel am Aldermat, und ich süg dich jedes Jahr mit der Trum, 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 mit der Trum, Trum, mit der Trum, 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 mit Drecke durch die Fädel, mit der Trum, 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 mit der Trum, Trum, bis wir dich gefunden haben. Und ich sag, nie mehr fastelovend, nie mehr Rud und Wies, nie mehr fastelovend, ohne dich. So sieht's aus. Respekt. Super. Hat geklappt, die Weltpremiere. Geht ja um eure 50. Sendung, muss man ja auch mal klar sagen. Ja, also herzlichen Glückwunsch zum 50. Und warum habe ich mir das ausgesucht? Das müsst ihr ein bisschen euch vorstellen, die hatte ich ja erzählt. Ne? Wenn man Hochzeitsmusik und Unterhaltungsmusik spielt, dann wird man natürlich in Köln immer mit kölscher Musik konfrontiert. Und da gibt es ja einiges, ne? was da immer vorkommt. Und es gibt auch ganz viel, was dann in gewissen Jahren wirklich ein bisschen auffällig gewesen ist hinsichtlich der Tatsache, dass sie alle gleich klangen. So, und dann vor ungefähr 10 Jahren kam Querbeat auf den Markt. Und Querbeat hat eigentlich so ein bisschen das gemacht, was du eben bei Westernhagen eben festgehalten hat. Die haben wieder richtig auf der Bühne Betrieb gemacht. Ne? Im Grunde genommen ist das eine Guggenmusik, gibt's auch aus der Schweiz, da habe ich ja lange gearbeitet. Und die Guggen ziehen durch die Straßen mit Bläserreichtum und so weiter und haben alles weggeballert und waren unfassbar präsent. Und so sind die auch auf die Bühne gekommen. Ist eine alte Schulband gewesen aus Bonn. Und das hat mich so unfassbar beeindruckt. Und wenn ihr aber auf der anderen Seite hier diesen Text noch hört, nie mehr Fastelovend, und ich weiß noch genau, als ich das erste Mal gehört habe, nie mehr Karneval, nie mehr Rot und Weiß, nie mehr Karneval, ich dachte, das ist jetzt mit dem. Und dann hieß es, ja, ohne dich. Und ich meine, mehr Sehnsucht in den Moment, jemanden kennengelernt zu haben, da in der Kneipe, in dieser Stimmung, die vielleicht einige von euch über Karneval schon mal kennengelernt haben und dieses Momentum so leben und so zu beschreiben und mit diesem ohne dich zu enden, finde ich zumindest bemerkenswert. Gehört hier in eure Sendung. Wunderschön und ich finde es komplett erfüllt. Das ist so, ja, das ist, also mich kriegt diese kölsche Musik ohnehin eh, das ist ja so, Schlager in Deutschland tue ich mich oft schwer mit, aber das ist ja so eine herzerfüllte, angerührte, ruhige, also selbst wenn du singst, länger, wir bleiben noch lieber was länger, weil das schön ist und so weiter. Das berührt mich immer am Herzen, aber das war wirklich jetzt auf die Spitze getrieben, also auch Auftrag, Sehnsucht voll erfüllt, fand ich richtig schön. Kannte das Lied, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Wie heißt das denn eigentlich? Es ist, der Song ist von, wie gesagt, Querbeat, großes Kompliment und heißt Nie mehr fastelovend. Muss ich wirklich sagen, sie nehmen ja auch direkt den Kneipenkarneval, der sich in der letzten Zeit ja nochmal ganz deutlich verstärkt hat. Ne? Wir kommen aus einer Phase, 60er Jahre war der Kneipenkarneval recht groß, dann ging es ein bisschen zurück, dann war es mehr so vielleicht in einzelnen Clubs ein bisschen was zu Karneval. Und mittlerweile ist der Kneipenkarneval ja im Grunde explodiert, wie man an der Zürpicher Straße jetzt wahrscheinlich in den Fernsehberichten jetzt sehen wird. Aber das lebt schon. Es gibt jetzt ganz viele Touristen, die meisten wissen nicht ganz genau, was auf sie zukommt und stellen sich leider auch mitunter sehr viel andere Sachen vor, als sie dann machen dürfen, wenn ich es mal klar sagen darf. Aber es ist schon besonders. Und ich muss sagen, es gibt ganz alte Sachen. Black Föß ist bekannt. Und dann kommt Querbeat. Ich glaube, im Moment sind sie nicht mehr ganz so einig untereinander. Habe ich aber jetzt nicht so ganz verfolgt. Natürlich kommt dann auch das Pekuniäre dazu. Wenn du mit 25 Leuten auf der Bühne stehst, weiß man gar nicht so genau, wie man das jetzt verteilen soll. Aber wenn man da alte Sachen von sieht, ihr flippt aus, sage ich euch.
Müssen wir mal reinkommen. Ich hab letzte Woche war, es will der Zufall, war ich in Düsseldorf, also jetzt Düsseldorf, die zahlen besser offensichtlich. Jetzt haben sie mich nicht bezahlt, aber ich war da bei der Prinzengarde, da hat Brings gespielt mit auch schöne Sache mit. Wir sind alle kleine Sünder. Das ist auch so. Bist du da mit dem Schiff hingefahren? Nee. Das ist nee. Durch ein Schiff fahre ich nur durch norwegische Fjorde, aber ich interessiere mich vor allem dafür, Joel und Christian, wie viele Jecken sind denn euch irgendwie begraben? Christian, du bist natürlich als Hannoveraner, weiß ich A nicht die Antwort, aber Joel, vielleicht du zuerst. Also meine Kenntnis von kölschem Liedgut beschränkt sich in der Regel auf Bab und Wolfgang Niedecken, also, um hier mal fully transparent zu sein. Und ich finde ja immer faszinierend, wenn man so Kultur durch so ein Gemeinschaftsgefühl abbildet. Und das andere, was du gerade gesagt hast, Andreas, es passiert was ganz Ulkiges mit Menschen, wenn man eine Erwartung aufbaut und die dann komplett gebrochen wird. Also ich erinnere mich, ich war mal in so einem Rhetorikkurs und dann sagten die, okay, die Übung ist folgende, ihr sagt ein Wort, das ist sozusagen das Auftaktwort und hinterher baut ihr irgendwie einen 2-minütigen Vortrag auf. So, und es muss ein Wort geben, das Ziel ist, die Luft zu schneiden. Ja, so, und okay, dann habe ich mich da hingestellt und habe gesagt, Scheidung. Und habe angefangen zu erzählen. Und nach 2 Minuten haben die Leute erst gerafft, ach, der Typ erzählt nicht von seiner Scheidung, sondern von seinen Eltern und was das mit ihm in seiner Kindheit gemacht hat. Und boom, bist du reingesogen. Und ich finde musikalisch, wo ich gerade dran denken musste, dazu, dass du eben erzählt hast mit dem, okay, warte mal, worum geht's denn hier eigentlich? Ich habe das bei Rammstein mit dem Du hast gehabt. Da singen die auch mal, du hast mich. Und dann denkst du, oh Gott, was hat er getan? Sie mag mich. Du hast mich gefragt. Ah, es geht um Hochzeit. Ah, so. Und sowas finde ich total geil, wenn einem sowas gelingt, dass man mit so einem Songtext die Leute auf so eine falsche Fährte führt. Und dann haben die so einen Aha-Moment und dann kommt es irgendwie nach hinten raus und wird groß. So. Also von Rammstein gibt es ja auch noch Sehnsucht, ne? Das hat zum Glück von euch keiner ausgesucht, aber wir hatten ja schon mal Rammstein hier in einer der letzten Folgen. Ich muss dir noch weiterhelfen. Ich bin eine Bonsche Jung, da bin ich geboren. Nur für dich, bald habe ich dir mein Leben hier in der Sendung offenbart, Budde, dann weißt du Bescheid. Ne? Ich bin auch mit Karneval groß geworden, mein Vater hat das immer geguckt, aber ich selber habe damit nichts am Hut. Also ich finde auch kölsche Musik jetzt nicht so, ist nicht so mein. Ich bin da mit Black Föß so quasi groß geworden. Also wir haben zwar immer in Hannover gewohnt, aber das hat dann immer, wurde auch da immer gespielt. Schöne Musik. Von daher, auch wenn die Sendung heute ausgestrahlt wird, ich werde nicht auf dem ersten oder auf dem zweiten irgendwelche Karnevalsshows gucken, sondern natürlich dieses Format und danach noch etliche von Joels Podcasts hören, damit ich das nicht gucken muss. Ich muss aber mal dazu sagen, dass du das ganz schön gesungen hast, ja? Weil das halt, Das war urangenehm, ja. ne, deshalb haben wir jetzt noch gar, da haben wir noch gar keinen Respekt drauf gegeben. Das würde ich jetzt hier an der Stelle einfach nochmal mitgeben. Das war sehr schön. So, kann man ja auch mal sagen. Eine schöne Musik. Das muss man mal sagen. Und solltest mit der Orthopädie, ich weiß, du bist da leider viel zu erfolgreich, denn das wird dazu führen, dass du niemals wirklich diesen künstlerischen Pfad wieder einschlagen wirst. Aber wir würden dich buchen. Soll Obwohl. ich? Ja, wir gehen ja auf Tour. Obwohl, Wir, ja. Wir auf weißt du Tour. was? Wir beide gehen dann auf Tour, dann habe ich dich auch als meinen Arzt dabei. Das ist ja super geil. Und Ja, wenn du dann hier, ich habe so ein Bild gerade vor mir, wie du so Stage-Diving machst, die Gruppe geht beiseite und er darf dich hinterher wieder zusammenflicken. Nee, wir singen dann da zusammen. Wenn Joel auch gut singen kann, dann sind wir schon mal drei. Budde spielt Bass. Ich kann auch noch Klavier und Gitarren habe ich auch noch ein paar. Und Ukulele, wir können da richtig schöne Musik machen. Richtig schöne Musik kommt bei uns auch von unserem Außenreporter. Ja, Budde, was Ach, willst du? Mann, ich hab noch einen ganz kurz, den ich noch einstiegen muss, denn Joel, der ist mir gerade eingefallen von Lit. Ich muss gerade nebenbei ein bisschen googeln. Hast du diesen Break fünfmal bei dem Lied Miserable? You make me complete, you make me completely miserable. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Das ist ziemlich gut, aber ist egal. So, Entschuldigung. Schöne Musik von unserem Außenreporter brauchen wir. Ja, deshalb, wir hören uns mal an, was der bringt uns ja immer so ein paar Sachen mit. Wir schalten jetzt mal zu Markus zu Dress for Success. Mal gucken, was der uns jetzt hier reingeschmissen hat. Er hat mittlerweile liefert er so ab, dass es quasi mit dem Einlass der Gäste in den Warteraum mir noch dann, dass ich das nebenbei noch einbauen kann. Vielen Dank, Markus, dafür. Aber schön, dass du es noch geschafft hast zur 50. Sendung. Auf geht's. Ja, moin, Christian und Christian, hallo liebe Wunschwort FM-Fans und Freunde. Mein Name ist Markus Salvador Winter und ich bin hier, um euch die fröhlichste aller Wunschwort FM-Rubriken vorzustellen, nämlich Dressed for Success. Yeah! Ja, meine Lieben, ich gratuliere zu 50 Folgen, meine Damen und Herren. Ich habe hier euch so ein kleines Yes-Törtchen mitgebracht, was ich gleich zu euren Ehren aufessen werde, aber ich mach's lieber aus, Alter, weil es ist im Auto. So, nicht Kohlenmonoxidvergiftung, besser nicht.
So, alles Gute, meine Lieben. Und wenn man 50 wird, dann guckt man ja vielleicht manchmal so ein bisschen sehnsüchtig auf die jüngeren Generationen zurück. Und ich habe euch heute etwas mitgebracht von der allerjüngsten Generation oder für die allerjüngste Generation, nämlich Generation Alpha. So, ihr kennt vielleicht schon so die Gen Zler, das sind so die, die jetzt gerade in die Arbeitswelt kommen, über die es viele Lästereien gibt. Gen Alpha, das sind alle Kids, die zwischen 2010 und 2025 geboren wurden. Das heißt, die ersten kommen gerade oder werden gerade Teenager und ja, die letzten sind noch gar nicht geboren. Und ich habe was total Tolles entdeckt für euch. Das ist bestimmt nicht nur richtig geil für Gen Alpha Kids, sondern auch für den ein oder anderen Kiffer, zumindest von den Musikvideos her. Ein Hip-Hop-Projekt, ein Rap-Projekt für Kinder, in dem auch viele bekannte deutsche Rapper partizipieren. Meine Damen und Herren, without further ado, ich wünsche euch sehr viel Spaß mit Dicker featuring Kool Savas und... Wie heißt der Track nochmal? 1, 2, 3, 4 Candy Shop. It's somehow Spaß. Ich geh in den Candy Shop. Kauf das ganze Sortiment. Yeah. Aha. Bada boom, ja, wir kommen in den Laden wie ein Blitz. Gummikette sitzt und die Sonnenbrille aus Lakritz. Hey, yo. Steigt so wie Mars zu dem Mello, Milch zu den Kellogg, John zu dem Bello. Papa, ich verspreche dir, heute lerne ich extra viel. Warum? Denn alle meine Hefte sind auf Esspapier. Na, ihr Lieben, wie fandet ihr den Track? Ja, da habe ich wohl mal etwas sehr anderes rausgesucht, oder? Also mich hat sehr geflasht, dass es überhaupt so Rap-Hip-Hop für Kinder gibt. Und da auch noch Größen des deutschen Hip-Hop und Pop partizipieren dran. Ja, die Musikvideos und die Mucke, ich glaube, geeignet für Kinder und Kiffer, wenn ihr mich fragt. Schaut euch mal mehr auf dem Channel auch an, wenn es euch interessiert. Ich bin sehr gespannt, was die Väter im Stream dazu sagen, ob sie das ihren Kindern zeigen, ob sie das vielleicht auch schon kennen, ob es der neue heiße Scheiß ist und ich einfach nur wieder zu spät am Trend bin. Na gut, passiert jetzt nicht so häufig, aber was soll's, meine Damen und Herren. Ich wünsche euch Tutschi Ahoi, meine Lieben, don't drink and drive und auf die nächsten 50. An dem ist ein Entertainer verloren gegangen, würde ich ja mal sagen. Das ist unser Markus. Ne? Ja, er entertaint ja aktiv. Also, ne? Christian, aber du bist eher Fankurve deiner Freunde, glaube ich, ne? Das ist nee, Dicker haben wir auch hier, ne? Also das ist, er ist ja kein Vater, da merkst du das natürlich. Du, meine sind 11, wir sind jetzt rausgewachsen, außer also so langsam, also bei uns ist die, also wir haben sie gefragt letztes Jahr, ob sie nochmal zu deine Freunde gehen wollen. Ne? Die habe ich übrigens auch angesprochen, hier für die in ein, zwei Folgen werden die ja zu Gast sein, hoffentlich. Dicker ist noch ein bisschen cooler. So, ja, das ist noch ein bisschen, weil sie halt gute Rapper noch mit dabei haben, auch das ist ein bisschen Abwechslung. Es gibt mit Mark Forster, der spielt da das kleine Nashorn Forsty, ja, der gibt's einen Song Oh Yeah, großartig, ja, also das kann man einfach gut hören. So, finden die auch ganz, mittlerweile ist es halt, wie gesagt, das Kinderrap wollen wir nicht mehr mit 11, yo, weil wir auf Wettbergen sind, da kommt's halt eher zu anderer Musik, Kool Savas geht, ne. Vor dem hatte ich als Schüler immer Angst. Ich weiß noch, der ist groß geworden, als ich zur Schule gegangen bin und ich hatte ihn immer unheimlich. Ja, es war ja auch damals, Kool Savas war ja damals auch richtig Grenzbereich, ne? Also das war halt ja auch noch mit mehr Parental Advisory konntest du auf einen deutschen Rapper damals gar nicht drauf. Habe ich mir auch gerade so gedacht, als ich den da gesehen habe, ich gedacht, das ist aber ein krasses Rebranding so. Ist aber, das merkst du ja bei ihm. Also. Erzähl. Das merkst du, Kool Savas, das war Sido, wie er auch angefangen hat, was er jetzt so macht und so weiter. Das ist ja etliche, die dann so vom Bad Boy zu irgendwie, keine Ahnung. Simple Minds, Marius Müller-Westernhagen, das geht auch nicht an Kool Savas und an Sido vorbei, ne? Irgendwann hast du halt Familie und dann wirst du auch noch, nee, gut, Gerichtsurteile wollen wir nicht besprechen jetzt. Ja, aber Andreas, du, dich haben wir weggeatmet. Hast du auf einer Hochzeit schon mal gerappt? Nee, aber Matthias, unser Sänger, der hat immer Jovanotti gerappt, was ziemlich viele Leute ziemlich cool fanden. Der war lange Zeit in Turin und da gab dann immer so
ja, so Sets, ne? So drei Songs hintereinander, wo jeder wusste, konntest du auch hinterm Rücken spielen oder beim Schlafen oder während, und ein Bassmann von uns hat immer zwischendurch seiner Freundin ge-SMS't, das weiß ich noch, während der gespielt hat. Irgendwann fiel das dann nicht auf, dann hat er immer so geschrieben. Und das, das war, da gab es schon mal so Momente, da wusste man, okay, jetzt kommt der nächste Song. Und leider, wenn du so viele Songs spielst, also nicht so viele Songs, sondern so viele Hochzeiten, kanntest du ehrlich gesagt auch jedes Solo und auch jede gesangliche Eskalation. Die hatte ja nichts mit der Veranstaltung zu tun, sondern mit der Gewohnheit, muss man sagen. Das ist ja manchmal bei Hochzeiten und so auch ein bisschen das Problem. Wir haben immer versucht, dass man es, ne, also dass man es irgendwie genauso authentisch rüberbringt und momentgerecht. Aber manche Sachen sind dann auch, werden dann auch viel, ne? Was hast du denn so gespielt? 80, 90 Stück an so einem Tag oder an so einem Abend oder in so einem Verlauf. Das ist einfach viel. Und dann blättert man zwischendurch rum. Wir hatten ja jetzt noch keine digitalen Devices irgendwie. Also das war schon spannend. Manchmal, wenn man heutzutage viele Patienten sieht, da ist das so ein bisschen so ähnlich. Genau. Es erzählt mir jemand, das macht man sich mal überhaupt nicht so richtig bewusst, so als einfacher Musikkonsument, wie sehr das auch, also man kriegt da fantastisch geil Arbeit, Geld für, wenn man das gut macht, aber wie viel verdammt nochmal Arbeit das auch ist. Stell dir, also mir hat das mal ein Kumpel erzählt, der hat eine Metallica-Tour fotografiert in den USA für das Black Album noch und er war total geflasht, wie geil improvisiert irgendwelche Drumsticks in die Menge geworfen wurden von Lars Ulrich zu einem bestimmten Punkt und so weiter. Beim zweiten Konzert kam mir das irgendwie schon bekannt vor. Und beim dritten Konzert hat er dann auf die Timecodes geguckt bei seiner Kamera und merkte, es passierte exakt dasselbe zum exakt selben Moment, immer wieder genauso. Kohadem, Gruß nach München da. Großer DPA-Redakteur mittlerweile. Das ist schon, glaube ich, das macht man sich nicht so richtig bewusst, wenn man selber sieht ja immer nur das eine Konzert und denkt, geil gewesen oder halt auch nicht geil gewesen und gut improvisiert gewesen, aber es ist, glaube ich, dann einfach, also was du gerade beschreibst, Andreas, was man da vielleicht im etwas kleineren hat, ist unfassbar etwas kleineren. Genau. Also da, bevor Joel. Ich kann noch eine ganz wertvolle Info beisteuern. Ich habe, in Berlin gibt es so ein, ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt, gibt es eine Eissorte, die heißt Florida-Eis, habt ihr das bei euch auch? Nee, Berlin. Wir haben auch keine Bowls hier. Bei euch gibt es ja auch Florida Boy zu trinken. Florida Boy gibt es bei euch auch zu trinken in Berlin. Muss man gucken. So. Das gibt's naja, auch auf jeden Fall ist es eine Eissorte. Schmeckt sau lecker. Schweizer Schokolade und Rumtraube. Bevor ich heute hierher gekommen bin, habe ich ein Dreiviertel Eisbecher gegessen. Also ich bin so auf Zucker heute. Ich habe mich hier noch im Zaum gehalten. Auf jeden Fall gibt es ein dicker Eis von denen. Das hat die Geschmackssorte Pommes mit Mayo. Das ist echt eklig. Ich habe es probiert meinem Sohn. Das ist echt scheiße eklig. Schmeckt eigentlich nach. Ich nicht verstanden, warum man mir das als Pommes mit Mayo verkauft. Das ist de facto Maracuja mit Vanille oder irgendwie so, was ich eigentlich liebe, aber in der Kombination, wie sie es gebaut haben, ist das Einzige, was echt eklig ist. Ja, aber egal, zurück zu euch. Pass auf, wir kommen ja gleich. Florida Eis, ganz kurz, Florida, welche Geschmacksrichtung ist das? Florida? Florida Eis macht ganz verschiedene, so heißt immer nur der Hersteller. Und die beste, ist Swiss Chocolate. Das ist so. Okay. So, und jetzt, bevor wir jetzt auf jetzt Sie gerade bewegen mit unserer letzten Frage, die in euch kommt, muss ich noch ganz kurz eine Sache sagen, weil wir schon wieder viel über Generationen und sowas gesprochen haben. Wenn du auf Kindermusik guckst, wie viele Möglichkeiten Kinder heute haben, Musik zu hören. Ja, das ist halt mal krasser Kram, wenn du so als Eltern da durch die Phase durchkommst. Ja, also ab welchem Zeitpunkt dann Eddie und Dan halt zum Beispiel von den Wise Guys großartige Kinderalben haben oder, also das ist nicht mehr nur Rolf Zukowski und Frederik Fahle. Das ist halt, da ist halt jetzt wesentlich mehr. Auch das ist ja das Thema. Und deshalb ja immer meine Empfehlung, kauft euch möglichst schnell den Spotify Family Account, weil eure Playlists sind relativ schnell im Arsch. Und alles, was man über Jahre lang kuratiert und sich aufgebaut hat, bricht halt in sich zusammen, weil dann auf einmal ein anderer Kraft. Also das waren die besten 14,95 €, die ich je in meinem Leben investiert habe. Und ich werde nicht von Spotify gesponsert, sondern ich bin eigentlich eher Gegner. Aber das ist echt krass. Okay. Auch mal ganz ehrlich, also ich meine, bei euch war es ja bestimmt auch so, ich bin mal gespannt, wann ich meinen Kindern erkläre, wie das mit diesen MCs funktioniert hat. Wenn ich denen sage, so, wenn ich das gleiche Lied, weil ich es geil fand, dreimal hintereinander hören wollte, dann muss ich die Scheiße jedes Mal zurückspulen und darauf hoffen, dass ich den Punkt treffe und ich kam immer drei Lieder zu weit vorne raus. Ja. Oder eine CD, wo du dann den CD-Player unterwegs hattest, so ein Oschi in der Hosentasche und wenn du den nicht gerade gehalten hast oder dran geklopft, dann hat der Laser es abgeschossen. So, das kannst du dir ja gar nicht mehr vorstellen. Oder Minidisc und so, ja? Ja, oder also, beim Autoradio. Das ist von Sony den geilen Shock Control gab. Ja. Yeah. Der sprang nicht mehr. Also wie gesagt, wir drücken jetzt weiter in die nächste Rubrik, aber meine Kinder drücken auch beim Radio weiter, wollen den nächsten Song machen, was immer noch nicht funktioniert. Das war Dress for Success und wir kommen zum Ende. So. Zum Ende aber
Vor diesem Ende haben wir noch eine letzte kleine Rubrik improvisiert reingefüllt und sie lauscht auf einen schönen Titel. Christian, soll ich erklären oder willst du erklären? Mach du, jetzt hast du, wenn du hast ja keine Latenz gerade. Nee. Es ist ja das Internet. Es geht um Songs, liebe Leute. Wir nennen sie sind die Guilty Pleasures, es geht um Songs und du musst gar nicht so lässig, Joel, an deinem Glas nippen, das wird dich gleich auf ein sehr dünnes Eis bringen, denn es geht um Songs, die ihr gerne hört, die ihr liebt, aber die ihr niemals auch nur eurem besten Freund vorspielen würdet, weil er sich so dafür schämt, dass er auf diese Songs steht. Guilty Pleasures, liebe Leute. Denkt ein bisschen drüber nach, was das sein könnte und outet euch in diesem weiten Raum von Wunschwort FM, eurer digitalen Musiksprechstunde. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, solange ich labere, drüber nachzudenken. Joel reizt es aber schon sofort an. Sofort, weißt du, sofort. Das düsteres Geheimnis von mir ist Rex Gildo mit Fiesta Mexicana. Wenn ich mich pacen will auf der Arbeit, höre ich das Ding, danach läuft alles. Bup, 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 bup. Rex Gildo hat man tatsächlich noch nicht. Fiesta Mexicana ist auch geil. Und ich glaube, es ist unser Abfall. Ich finde den einfach cool. Ich habe echt einen Schlager-Fable. Es tut mir leid, aber es ist so. Und dann auch so den alten Scheiß. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Man hat sich ja auch mal so diesen urbanen Mythos erzählt, als Rex Gildo ist ja in der Klinik aus dem Fenster gesprungen und dadurch in den Freitod gegangen. Man erzählte sich, dass ihn irgendwie Passanten dabei gesehen hätten und dass er laut Hossa gerufen hat, als er aus dem Fenster gesprungen ist. Ich fand das total makaber und gleichzeitig aber auch ein bisschen witzig. Ich glaube, es stimmt nicht. Ja, und naja. Wichtig. Bisschen schade, wenn jemand so einen Erfolg hat und dann aber offensichtlich was anderes machen will. Ja. Ich habe... Andreas. Oh, der Fjord wird eng. Ja. Die Frage, wenn der Song besonders cheesy ist, ne? Also wenn ihr zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal Your Song von Elton John und nehmen dann die Version von Billy Paul. Unfassbar, bitte in euren Subtext eintragen. Billy Paul, Your Song, ein Song zum Ausflippen. Man denkt zuerst, da kannst du keinem zeigen, da drehe ich durch. Das ist unfassbar viel Energie und muss auch da sagen, dass das in meinen Augen, das ist mir dann egal, ob das eigentlich ein zu schleimiges Lied ist. Ich hau da auch noch einen raus, weil wir Budde jetzt verloren haben. Ich habe das jetzt gerade letzte Woche gehabt. Ich bin im Zug liegen geblieben, irgendwo zwischen Dresden und Hannover. Und bin, weil ich was Falsches eingegangen habe, bei Pur gelandet, ja. Und ich bin auf der Live-Platte von 2011 und ich erzähle euch allen, das ist einfach so, nicht 2011, ich glaube noch 1999, dieses erste Live-Album. Und Brüder, ja, ist halt einfach der geilste Song, den ich mir je so reingepfiffen habe. Also erzähl's aber nicht weiter. Wir haben jetzt folgende Herausforderung. Wir haben den einen Host verloren, da ist er wieder. Das Licht ist auch ausgegangen an Bord. Ich würde sagen, wir machen jetzt die Abmoderation einfach und lassen ihn jetzt da versuchen, sich irgendwie da noch dazu zu winken und da rein zu winken. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Das war Folge 50 unter schwierigsten Umständen, ne? Also mit Live-Musik, mit Krankheit, mit YouTube-Filter, mit norwegischen Fjorden haben wir alles mit dabei gehabt. Das hat total viel Spaß gemacht. Das war sehr, sehr musikalisch heute. Ja, viele, viele tolle Songs gehabt. Und ich muss mir jetzt gleich nochmal die Schrubbelgitarre von Radiohead nochmal richtig schön laut auf den Kopfhörer geben, nämlich einfach wirklich, das ist auch ein geiler Klingelton, ne? Shop up, shop up. So, also euch beiden vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich bin wieder da. Ja, schön, aber wir sind am Ende. Ja, toll. Also, ja, tschüss. Ich hau gerade noch richtig einen raus. Ich habe nochmal mein 5G nutze ich jetzt hier nochmal. Nein, mach das nicht, das ist Maritime. Das ist scheißegal. Nochmal zum Tschüss sagen. Also. Übrigens, eine Sache, die noch nicht schiefgegangen ist. Es schwankt hier gerade und ich habe die ganze Zeit Angst, dass mir noch schlecht wird. Das ist zum Glück noch nicht so richtig passiert, aber das wird gleich noch passieren. Entschuldigung. Also das war Folge 50. Das ist schon die Abmoderation, ne? Macht's gut. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.